Dabei schon. Einen schönen guten Abend. Ganz herzlich willkommen, liebe... Schön, dass Sie sich entschieden haben, die nächsten 25 Minuten mit uns hier im MDR zu verbringen, mit unserem schnellen Mitteldeutschland-Quiz. Es soll sich auch für Sie auszahlen, im besten Fall, wenn das Glück heute mitspielt. Und warum nicht ausgerechnet heute? Sie können es ja versuchen. Gleich, nachdem ich Ihnen unseren ersten Kandidaten vorgestellt habe, wird auch bald schon Ihre Zuschauerfrage kommen, mit der Sie 1000 Euro gewinnen können. Hier ist aber erstmal unser erster Kandidat. Er spielt. Ja. Guten Abend, ich grüße Sie. Sind bereit? Wie sieht es mit Ihnen aus? Ja, es kann losgehen. Neben dem Tauschjoker und dem Springerjoker haben Sie ja bei uns auch immer einen dritten Joker, den Partnerjoker. Ja. Stellen Sie uns bitte Ihren Partner. Das ist die Edith geworden, die Partnerin, und war eben kurzfristig so einzuspringen für den erkrankten Partner-Joker. Genau. Und wir schauen mal auf den aktuellen Punktestand, denn Sie waren ja in der vergangenen Frage, ab jetzt könnten Sie schon den Springer-Joker einsetzen. Gut. Welcher Fluss im Eichsfeld diente als Grenzfluss? Die Elbe, die Mulde, die Werra oder die Bode? Das ist die Werra. Und das ist richtig. Die Werra. Hier kommt Frage 6. Das EU-Gütesiegel geschützte geografische Angabe trägt künftig der Oberlausitzer Biohase, Biokranich, Biobulle oder Biokarpfen. Das habe ich noch nicht gehört. Dann wird es Zeit für einen Joker, ne? Ja, würde ich auch sagen. Nehme ich ein. Ihr Gesichtsausdruck sagt auch. Oh. Na, Moment. Ich weiß es nicht. Tut mir leid. So. Sie wissen es auch nicht besser. Nee, ich weiß es nicht besser. Ich habe es noch nie gehört. Sollen wir den jetzt einloggen? Ich will mich nur versichern. Oder ist wahr, nicht? Zu Hause schwer entscheiden und gutes Gefühl zu geben, sich für Ihre Antwort erst entscheiden wollen? Nein, ich habe ein bisschen... Dieses Siegel, geschützte geografische Angabe, das belegt, dass die Herstellung einer Ware mit einer bestimmten Region verbunden ist. So, Hasen und Bullen sind jetzt nicht unbedingt mit der Oberlausitz verbunden. Zwischen Kamenz, Bautzen, Görlitz und Nieski. Da gibt es über 1000 Teiche. Und in diesen Teichen schwimmen Karpfen. Ja, gerade noch so die Kurve gekriegt. Das war die Eingabe. Das war die Eingabe. Ja, auch Eingaben können einen hier manchmal retten. Ich hoffe, auch Sie haben jetzt eine richtige Eingabe oder wissen es einfach von vornherein. Die richtige Antwort auf unsere heutige Zuschauerfrage, mit der Sie 1000 Euro gewinnen können. Wenn Sie die richtige Endziffer wählen und wenn der Zufallsgenerator Sie aussucht. Aber wer weiß, vielleicht klappt es ja gerade heute. Hier ist Ihre Frage, liebe Zuschauer. Welcher Ex-Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt feierte im Januar seinen 80. Geburtstag? Wenn Sie es wissen, schnell anrufen unter der 01375 80 80 88. Dann wählen Sie am Ende die 1, wenn Sie meinen, es handelt sich um Wolfgang Böhmer. Sie wählen die 2 für Wolfgang Niersbach, die 3 für Wolfgang Borchert und die 4 wählen Sie für Wolfgang Job. Wir lösen am Ende der Sendung auf. Und jetzt machen wir weiter mit Heinz Günther, der gerade noch so die Kurve gekriegt hat. Und Ihrer 7. Frage. In Dresden geboren, in Kreischer aufgewachsen, Klaus Weselski heißt der angriffslustige Chef der GDL, DFEUG, IG Metall oder GÖD. Ja, B und D ist es nicht, das kenne ich auch nicht. GDL. Sie sind wohl kein Bahnfahrer, oder? Nee, eigentlich nicht. Sie haben mitgekriegt im vergangenen Jahr, Führer, GDL. Ja. Jetzt klickert's, ne? Ist leider. Ja, jetzt, es klickert zu spät. Also IG Metall ist falsch. GDL wäre die richtige Antwort gewesen. In diesem Fall. Wir dachten, den Namen kennt nun wirklich sein. Wobei, der ging ja in der Presse rauf und runter, ne? Aber gut. Hey, Sie sind bis zur 6. Frage gekommen. Ist auch schon was.
So, liebe Zuschauer, und jetzt geht's hier weiter mit meinem nächsten Kandidaten, den ich ganz herzlich begrüße. Ich hatte gar keine Chance, Sie einzuladen, Platz zu nehmen. Sie sind Selzki gestolpert und der GDL. Das heißt, Sie sind auch mehr ein Autofahrer. Mit dem Auto heute hergekommen, von Glauchau nach Magdeburg, um ein neues Auto zu gewinnen. Im besten Fall, Sie können drei Partner sogar. Das war meine Oma Gisela. Sie sind aufgeregt, ne? Ja, ein bisschen. Und direkt loslegen, damit wir das Schlimmste gleich hinter uns haben. Die erste Frage. 5 Sekunden. Schloss Augustusburg ist ein ehemaliges Jagdschloss des sächsischen Kurfürsten, Kurschattens, Kurators oder Kurpfuschers. In den Jahren 1568 bis 1572 wurde es gebaut am Nordrand des Erzgebirges. Wir machen gleich weiter mit Ihrer zweiten Frage, dafür haben Sie 10 Sekunden. Der Schmalkaldener Chorleiter Karl Wilhelm komponierte 1854 das populäre Lied Die Wacht am Stein, Die Wacht am Bein, Die Wacht am Keim oder Die Wacht am Rhein. Die. Schon mal gehört. Die Wacht am Rhein ist richtig. Ein politisches Lied. War so eine inoffizielle Nationalhymne. Ich habe es gerade gesagt, Sie sind Musiker, man kann es unschwer an Ihrer Frisur erkennen. Genau. Zeigen Sie mal bitte, wie lang Ihr Zopf ist. Haben wie Sie. Sie haben in einer Rockband gespielt? Genau, ich hatte 7 Jahre eine Band. Dann gibt es richtig schön Headbanging und nach vorne schmeißen mit allem drum und dran. Sie kennen sich aus. So, wir machen weiter mit Ihrer dritten Frage. Da zeige ich Ihnen allerdings. Ich glaube, ich habe noch nie einen Kandidaten so viel Wasser trinken. Darfsfall. Ja, ja, Nervosität macht sich halt bei jedem anders bemerkbar. Wir sind bei Ihrer vierten Frage. Da haben Sie jetzt 20 Sekunden Zeit. Die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn befindet sich an der Grenze von Niedersachsen zu Hessen, Sachsen-Anhalt, Bayern oder Thüringen. Wo ist Marienborn? Also ich bin mir nicht ganz sicher, deswegen würde ich Joko nehmen, Partner Joko. Sie wollen Ihre Oma befragen und nicht tauschen? Nee, gut. Oma befragen. So, Gisela. Würden Sie denn in der Schule für einen Anhalt nehmen? Sollen wir es einloggen? Frage. Muss die Frage und auch die Antwort etwas mit Mitteldeutschland zu tun haben? Da wir hier schon Niedersachsen in der Frage haben, muss wenigstens oder Sachsen-Anhalt. Eins von beiden. Sie haben aber richtig getippt. Es ist Sachsen-Anhalt. Seit 1996, Hektar groß. Es kostet auch keinen Eintritt, also man kann kostenlos rein und dann kann man sich das nochmal anschauen, wie das damals war mit den Passkontrollen, mit der PKW-Einreise, mit der Kontrollausreise, mit dem Kommandoturm. Man kann das da alles selbst erkunden. Ist also wirklich ein Stück Geschichte, was man da nochmal anfassen kann und greifbar machen kann. Wir machen gleich weiter mit Ihrer fünften Frage. Super. Aber vorher sind Sie noch gefragt zu Hause, liebe Zuschauer. Hier ist nochmal Ihre Frage, die Frage, mit der Sie 1.000 Euro gewinnen können. Welcher Ex-Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt feierte im Januar seinen 80. Geburtstag? Wenn Sie es wissen, rufen Sie uns jetzt ganz schnell an, denn viel Zeit bleibt Ihnen nicht mehr unter der 01375 80 80 88 und dann wählen Sie die 1. Wenn Sie meinen, es handelt sich um Wolfgang Böhmer, die 2 wählen Sie für Wolfgang Niersbach, die 3 für Wolfgang Borchert und die 4 für Wolfgang Job am Ende. Wir lösen gleich auf, also warten Sie nicht so lange. Jetzt machen wir weiter mit Frage 5. Hier ist Ihre Frage. Seinen 125. Geburtstag feierte im letzten Jahr der auf dem 1.141 Meter hohen Gipfel liegende Brockengarten, Fichtelberggarten, Schneehübelgarten oder Aschberggarten. Und wenn Sie es nicht wissen, sitzen Sie einfach im Joker. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, deswegen würde ich einen Joker nehmen. Da würde ich diesen tauschen Joker nehmen. Okay, können Sie machen. Sich gegründet, ist ungefähr 5000 Quadratmeter groß. Da wachsen 1800 Pflanzen aus den Hochgebirgen dieser Welt. Und jetzt ist es an Ihnen, sich zu entscheiden. Möchten Sie eine Frage? Gut.
Sie hat den kleinsten Nationalpark Deutschlands, ist aber die größte Insel unseres Landes. Die Insel Sylt, Rügen, Hiddensee oder Helgoland. Schwierig, schwierig. Wir suchen die größte Insel unseres Landes. Geografie oder Erdkunde, wie man heute sagt, hatten Sie nicht so eine gute Note? Nee. Hier ist mini. Winzig. Da fahren auch keine Autos. Sylt ist ein bisschen größer, aber ist im Verhältnis auch echt klein. Und auch Helgoland ist nicht wirklich groß, aber Rügen ist riesig. Ja, gut. Rügen wäre jetzt die richtige Antwort gewesen. Naja, aber Sie waren mal hier. Auch schön, der sich auch sehen lassen kann. Das ist Ihr Preis. Schauen Sie mal. Ist doch für Sie genau das Richtige, oder? Schön, klar. Ich drücke die Daumen, dass Sie bald wieder mit einer neuen Rockband spielen. Alles Gute für Sie. Dankeschön, dass Sie bei uns waren. Und weiter geht's. Hier ist heute wie am Fließband. Hier kommt mein nächster Kandidat. Ich versuche es. Ich werde es versuchen. Gut. Gabi, mit Ihrer ersten Frage. Frage genau durchlesen, Antwortmöglichkeiten. Denn es sind nur 5 Sekunden Zeit dafür. Die Museumsbahn Schönheide, genannt Bahnl, fährt zwischen Schönheide und Stützengrün. Geheizt wird sie mit einem Patronenofen, Panzerofen, Kanonenofen oder Pistolenofen. Die Museumsbahn Schönheide an 24 öffentlichen Fahrtagen und sie wird beheizt mit einem Kanonenofen. Ja! Übrigens, es gibt am Bahnhof Schönheide eine Außenstelle des Standesamtes, wo man sich trauen lassen kann. Wollte ich nur noch mal hinterher schicken. Ein bedeutender Teil des heute als UNESCO-Welterbe gelisteten Dessau-Wörlitzer Gartenreiches ist der Wörlitzer Sarg, Quark, Park oder Dark. Ja! Und weil der so schön ist, der Wörlitzer Park, möchten wir Ihnen gerne diesen Park jetzt noch mal zeigen. Hier gibt es mehr zum Wörlitzer Park in unserem Quickipedia. Macht so viel Lust, gleich zum nächsten Wochenendausflug dahin zu fahren und sich das anzuschauen, oder? So, wir beide hatten jetzt doch ein Quickie. Es ist für heute vorbei, wir sehen uns. Heute war es das, die Sendung ist vorbei. Ich sage erstmal Dankeschön bis hierher, Holger. Danke. Nächste Woche dann mehr. Und Sie warten jetzt natürlich noch gespannt auf die Auflösung unserer Zuschauerfrage. Die richtige Antwort ist Wolfgang Böhmer. Ich hoffe, dass Sie richtig getippt haben. Jetzt muss natürlich nur noch Ihr Name auftauchen. Der Zufallsgenerator hat entschieden. Hier sehen Sie, wer von Ihnen 1.000 Euro hat. Herzlichen Glückwunsch.